was müssen die Leute ausgerechnet in der Stadt hochgezüchtete Raubtiere halten? Hunde, die in 3 Sekunden auf 70 km/h beschleunigen, hängen an der Leine von Besitzern, die es mit Ach und Krach bis zum nächsten Wirten schaffen. Jagdhunde, die die Fährte eines Wildschweins kilometerweit riechen können, winseln in Designerwohnungen, die so steril sind wie ein OP. Ohne Tetanus-Impfung traue ich mich in Wien ja gar nicht mehr außer Haus. Weil dann gibt es ja noch die intellektuellen Hundehalter, die auf anti-autoritäre Erziehung setzen, bei ihrem genetischen Mischwesen und denen dann immer so Hundenamen geben, die totaler Bildungsprotz sind. Ludwig Boltzmann, nein, du bringst uns so eine hohe Entropie ins Wohnzimmer. Oder Alice Miller, bitte lass das Kind fallen. Neuerdings muss man ja in Wien, wenn man einen Kampfhund halten will, einen Hundeführerschein machen. In der diesbezüglichen Verordnung der Stadt Wien sind unter anderem erwähnt der American Staffordshire, der Pitbull Terrier, der argentinische Mastiff oder der Mastino Italiano, von dem es in ganz Österreich wahrscheinlich genau 3 gibt. Der hochaggressive, kurzgeschorene, stutzschwänzige Neonazi im Nebenhaus braucht für seinen Dobermann natürlich keinen Hundeführerschein. Der Dobermann braucht einen für ihn. Ich habe zu diesem ganzen Thema folgende Theorie entwickelt. Jede Großfamilie, jede Lebensgemeinschaft hat noch immer einen Trottel dabei. Den asozialen Neffen, der mit dem Fuß auf andere Leute Augen zielt, weil er den kürbisfarbenen Gürtel hat in Hokkaido. Oder den Ehepartner, der das mathematische Kunststück zu Wege bringt, dass er mit einem durchschnittlichen PKW in eine Parklücke für mindestens 3 durchschnittliche PKWs so einparkt, dass hinter ihm überhaupt keiner mehr Platz hat. Da sag ich, wer sich so eine gemeingefährliche Person im Bekanntenkreis leistet, der braucht eben einen Trottelführerschein. Oder wie es jetzt richtig heißt, einen Trottelführerschein. Aber wirklich gefährlich sind ja nur diese Hundehalter mit den ganz kleinen Mistviechern mit so einem Gebiss. Besitzer von so einem Piranha auf 4 Beinen. Sitzen dann immer betont gelassen da, der tut ihnen nichts. Wenn sie ihm nicht in die Augen sehen, keine zackigen Bewegungen machen, am besten flach auf den Boden legen und ablenken lassen, auf allen Vieren zum Fleischer gegenüberkriechen, ein T-Bone Steak um 15 Euro kaufen und ihm vorsichtig auf einem Porzellanteller servieren, dann ist der urlieb. Ja, da ist mir noch dieses ganz schlanke Modell am liebsten, wie der Nelson von der Tante Therese, also das englische Windspiel. Ja, der hat wenigstens den Vorteil, wenn du den im Hotel vergisst, kannst du den dir faxen lassen.